Man kann nicht begreifen, dass über so zerrissenen Leibern noch Menschengesichter sind, in denen das Leben seinen alltäglichen Fortgang nimmt. Und dabei ist dies nur ein einziges Lazarett, nur eine einzige Station. Es gibt Hunderttausende in Deutschland, Hunderttausende in Frankreich, Hunderttausende in Russland. Wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan, gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist? Es muss alles gelogen und belanglos sein, wenn die Kultur von Jahrtausenden nicht einmal verhindern konnte, dass diese Ströme von Blut vergossen wurden, dass diese Kerker der Qualen zu Hunderttausenden existieren. Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist. Ich bin jung, ich bin 20 Jahre alt, aber ich kenne vom Leben nichts anderes als die Verzweiflung, den Tod, die Angst und die Verkettung sinnlosester Oberflächlichkeit mit einem Abgrund des Leidens. Ich sehe, dass Völker gegeneinander getrieben werden und sich schweigend, unwissend, töricht, gehorsam, unschuldig töten. Ich sehe, dass die klügsten Gehirne der Welt Waffen und Worte erfinden, um das alles noch raffinierter und länger dauern zu machen. Und mit mir sehen das alle Menschen meines Alters, hier und drüben, in der ganzen Welt. Mit mir erlebt das meine Generation. Was werden unsere Väter tun, wenn wir einmal aufstehen und vor sie hintreten und Rechenschaft fordern? Was erwarten sie von uns, wenn eine Zeit kommt, wo kein Krieg ist? Jahre hindurch war unsere Beschäftigung Töten. Es war unser erster Beruf im Dasein. Unser Wissen vom Leben beschränkt sich auf den Tod. Was soll danach noch geschehen? Und was soll aus uns werden? Hallo Menschen, mit diesem einleitenden Zitat aus Im Westen nichts Neues möchte ich euch heute zwei Rezensionen zu Kriegs- bzw. eben Antikriegsromanen geben und auch gleich mit Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque beginnen. Das ist heutzutage einfach ein absoluter Klassiker, was neben der meiner Meinung nach unbestreitbaren Qualität des Textes vermutlich zumindest auch mit der damals dahinterstehenden Marketingkampagne des Verlages zu tun hatte, die ihr hier in dieser Ausgabe mit den Extramaterialien von Thomas F. Schneider sehr, sehr gut nachvollziehen könnt. Das fand ich extrem interessant, aber begeistert war ich eigentlich vom Text an sich. Wir folgen hier dem jungen Paul, der mit 19 in den Krieg zieht, der ja damals noch nicht als der Erste Weltkrieg bekannt war. Und prinzipiell meldete sich seine komplette Klasse indirekt freiwillig, aber eben wirklich auf Drängen des Lehrers, der einfach nur immer große Reden schwingen kann, aber selbst eigentlich absolut nichts tut, sondern nur andere vorausschickt. Und dann folgen wir ihm an die Front, so zwischen Soldatenwitzen und Klamauk einerseits und andererseits wirklich so absoluten Entsetzen. Also da gibt es wirklich grausame Szenen und das geht so mit kleineren Dingen los, ich sag mal mit einfach dem permanenten Dreck, dem Gestank und den Läusen und dann aber auch wirklich Abschlachten, also auch neben dir liegenden Gedärmen und darunter quillt irgendwie immer so ein bisschen die Angst. Teilweise stumpfen sie aber auch ab und man hat wirklich das Gefühl, dass sie so zunehmend ihre Menschlichkeit verlieren. Auch dazu gleich ein zweites Zitat. Das Leben hier an der Grenze des Todes hat eine ungeheuer einfache Linie. Es beschränkt sich auf das Notwendigste. Alles andere liegt in dumpfem Schlaf. Das ist unsere Primitivität und unsere Rettung. Wären wir differenzierter, wir wären längst irrsinnig, desertiert oder gefallen. Es ist wie eine Expedition im hohen Eise. Jede Lebensäußerung darf nur der Daseinserhaltung dienen und ist zwangsläufig darauf eingestellt. Alles andere ist verbannt, weil es unnötig Kraft verzehren würde. Das ist die einzige Art, uns zu retten. Und oft sitze ich vor mir selber wie vor einem Fremden, wenn der rätselhafte Widerschein des Früher in stillen Stunden wie ein matter Spiegel die Umrisse meines jetzigen Daseins außer mich stellt und ich wundere mich dann darüber, wie das unnennbare Aktive, das sich Leben nennt, sich angepasst hat, selbst an diese Form. Alle anderen Äußerungen liegen im Winterschlaf. Das Leben ist nur auf einer ständigen Lauer gegen die Bedrohung des Todes. Es hat uns zu denkenden Tieren gemacht, um uns die Waffe des Instinktes zu geben. Es hat uns mit Stumpfheit durchsetzt, damit wir nicht zerbrechen vor dem Grauen, das uns bei klarem, bewusstem Denken überfallen würde. Es hat in uns den Kameradschaftssinn geweckt, damit wir dem Abgrund der Verlassenheit entgehen. Es hat uns die Gleichgültigkeit von Wilden verliehen, damit wir trotz allem jeden Moment des Positiven empfinden und als Reserve aufspeichern gegen den Ansturm des Nichts. So leben wir ein geschlossenes, hartes Dasein äußerster Oberfläche und nur manchmal wirft ein eigenes Funken. Dann aber schlägt überraschend eine Flamme schwerer und furchtbarer Sehnsucht durch. Das sind die gefährlichen Augenblicke, die uns zeigen, dass die Anpassung doch nur künstlich ist, dass sie nicht einfach Ruhe ist, sondern schärfste Anspannung zur Ruhe. Also das kommt wirklich mehrmals immer wieder vor, diese Entfremdung zum früheren Ich, vielleicht auch allgemein einfach so ein bisschen Entfremdung zur geordneten Gesellschaft und zu einem Wertesystem, an das die Soldaten entweder selber nicht mehr glauben oder umgedreht, was sie einfach von den aktuellen Umständen absolut verraten sehen.
Es herrscht ein Gefühl von Verlorensein in der Welt. Diese jungen Menschen haben keinen Platz, keine Zukunft. Und das wird meiner Meinung nach sprachlich einwandfrei wiedergegeben. Also in den Dialogen wirkt es halt manchmal eher so ein bisschen schnoddrig. Da fallen auch so Formulierungen à la, ach, scheiß drauf, ist doch jetzt eh alles für den Arsch. Und dann gibt es aber auch wirklich so richtig gute, wohlformulierte, nahegehende Überlegungen. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus einem Gespräch, wo man eben beide Seiten so ein bisschen sieht. Und es geht prinzipiell darum, was die Leute tun wollen, wenn Frieden ist. Dann steht hier: Wenn ich darüber nachdenke, Albert, sage ich nach einer Weile und wälze mich auf den Rücken, so möchte ich, wenn ich das Wort Frieden höre, und es wäre wirklich so, irgendetwas Unausdenkbares tun, so steigt es mir zu Kopf. Etwas, weißt du, was wert ist, dass man hier im Schlamassel gelegen hat. Ich kann mir bloß nichts vorstellen. Was ich an Möglichem sehe, diesen ganzen Betrieb mit Beruf und Studium und Gehalt und so weiter, das kotzt mich an, denn das war ja immer schon da und ist widerlich. Ich finde nichts, Albert. Mit einem Male erscheint mir alles aussichtslos und verzweifelt. Kropp denkt ebenfalls darüber nach. Es wird überhaupt schwer werden mit uns allen. Ob die sich in der Heimat eigentlich nicht manchmal Sorgen machen deswegen? 2 Jahre Schießen und Handgranaten, das kann man doch nicht aussehen wie ein Strumpf nachher. Und etwas weiter unten? Albert spricht es aus. Der Krieg hat uns für alles verdorben. Er hat recht. Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben an den Krieg. Das heißt, ihr merkt auch schon, dass es in Ich-Perspektive und im Präsens geschrieben sind. Das sind zwei Dinge, die ich normalerweise nicht mag, was mich hier aber überhaupt nicht störte, weil es meiner Meinung nach einfach großartig geschrieben ist. Und auch den Aufbau finde ich sehr, sehr gut. Das ist die perfekte Mischung eigentlich eben aus grausamen Szenen, die sehr wahr und rau sind und andererseits doch einem gewissen Witz. Natürlich ist es manchmal schwarzer Humor, aber der Humor ist auf jeden Fall vorhanden und ich musste tatsächlich auch mehrmals lachen. Und es gibt zum Beispiel auch dieses Kapitel, in dem Paul einmal einen Heimaturlaub bekommt. Und stellenweise ist das fast schon so ein bisschen absurd witzig, weil er einfach so entfremdet ist von allem in der Heimat, von diesem normalen Leben, auch wenn natürlich die Zivilbevölkerung auch vielleicht nicht, es nicht mehr so gut hatte wie vorher, aber es ist einfach nochmal so ein Riesenunterschied zum Schützengraben und es wirkt auch auf Paul einfach alles ganz, ganz seltsam. Und ich muss zugeben, dieses Kapitel hat mir dann noch so ein bisschen das Herz zerfetzt. Und auch wenn das klischeehaft ist, aber es gibt da eben eine Szene zwischen Paul und seiner Mutter und die will ich euch jetzt nicht vorwegnehmen, aber da habe ich ein paar Taschentücher gebraucht. Das ging mir richtig nah, wo ich weder eine Mutter bin, noch irgendjemanden kenne, der in den Krieg zieht oder dergleichen. Aber das war trotzdem so, so aufwühlend. Und genauso ging es mir mit der Kameradschaft. Davon war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich bin vielleicht nicht ganz so der größte Freund des Militärs und ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir das so nahe ging. Aber es gibt eben eine Nacht, die Paul abgeschottet von seinen Kameraden verbringen muss. Und auch diese Szene will ich euch nicht vorwegnehmen, weil die sehr, sehr toll beschrieben ist, meiner Meinung nach. Aber sie zerrüttet ihn auf jeden Fall wirklich. Und am nächsten Morgen hört er dann Stimmen endlich und er denkt sich, das könnten meine Kameraden sein. Und da kommt es zu folgendem Zitat: Eine ungemeine Wärme durchflutet mich mit einem Mal. Diese Stimmen, diese wenigen leisen Worte, diese Schritte im Graben hinter mir reißen mich mit einem Ruck aus der fürchterlichen Vereinsamung der Todesangst, der ich beinahe verfallen wäre. Sie sind mehr als mein Leben, diese Stimmen. Sie sind mehr als Mütterlichkeit und Angst. Sie sind das Stärkste und Schützendste, was es überhaupt gibt. Es sind die Stimmen meiner Kameraden. Ich bin nicht mehr ein zitterndes Stück Dasein allein im Dunkel. Ich gehöre zu ihnen und sie zu mir. Wir haben alle die gleiche Angst und das gleiche Leben. Wir sind verbunden auf eine einfache und schwere Art. Ich möchte mein Gesicht in sie hineindrücken, in diese Stimmen, diese paar Worte, die mich gerettet haben und die mir beistehen werden. Und dann keimt, ironischerweise sage ich mal, obwohl ich das eigentlich nicht ironisch finde, in Paul durchaus auch immer mal wieder die Erkenntnis auf, dass es auf der anderen Seite vermutlich genauso ist. Also es gibt hier eine Szene, in der er russische Kriegsgefangene bewacht und das lautet folgendermaßen: Ich sehe ihre dunklen Gestalten, ihre Bärte wehen im Winde. Ich weiß nichts von ihnen, als dass sie Gefangene sind und gerade das erschüttert mich. Ihr Leben ist namenlos und ohne Schuld. Wüsste ich mehr von ihnen, wie sie heißen, wie sie leben, was sie erwarten, was sie bedrückt, so hätte meine Erschütterung ein Ziel und könnte zu Mitleid werden. Jetzt aber empfinde ich hinter ihnen nur den Schmerz der Kreatur, die furchtbare Schwermut des Lebens und die Erbarmungslosigkeit der Menschen. Ein Befehl hat diese stillen Gestalten zu unseren Feinden gemacht. Ein Befehl könnte sie in unsere Freunde verwandeln. An irgendeinem Tisch wird ein Schriftstück von einigen Leuten unterzeichnet, die keiner von uns kennt,
Und jahrelang ist unser höchstes Ziel das, worauf sonst die Verachtung der Welt und ihre höchste Strafe ruht. Wer kann danach unterscheiden, wenn er diese stillen Leute hier sieht, mit den kindlichen Gesichtern und den Apostelbärten? Jeder Unteroffizier ist dem Rekruten, jeder Oberlehrer dem Schüler ein schlimmerer Feind als sie uns. Und dennoch würden wir wieder auf sie schießen und sie auf uns, wenn sie frei wären. Ich erschrecke. Hier darf ich nicht weiterdenken. Dieser Weg geht in den Abgrund. Es ist noch nicht die Zeit dazu, aber ich will den Gedanken nicht verlieren. Ich will ihn bewahren, ihn fortschließen, bis der Krieg zu Ende ist. Und vielleicht ist das auch einfach der Gedanke, den wir ebenfalls nicht vergessen sollten. Und damit komme ich zu meinem zweiten Buch für heute, nämlich Schlump von Hans-Herbert Grimm. Ein lang in Vergessenheit geratener, weil nicht wieder neu aufgelegter Antikriegsroman, der eigentlich auch schon 1928 erschien, also ein Jahr vor Im Westen nichts Neues. Ich muss zugeben, für mich war Im Westen nichts Neues einfach eindringlicher, was auch sehr, sehr viel mit der Sprache zu tun hat. Bei Beschreibungen dieses Romanes hier fallen immer wieder Worte wie Schelmenroman oder Märchen und auch die sind ja sehr, sehr simpel geschrieben und dann denke ich mir, okay, ich erkenne, dass dieser Schreibstil Absicht ist, aber ich muss zugeben, es gefällt mir leider trotzdem nicht besonders. Es ist schon sehr, sehr einfach geschrieben. Ich gebe euch mal kurz ein Beispiel, was ich damit meine. In der Gruppe war einer, mit dem konnte sich Schlump nicht verstehen. Der konnte ihn nicht leiden. Schlump wusste nicht warum. Es war ein ekelhafter Kerl. Er machte Schlump auf jede Weise das Leben schwer. Das heißt, einfach so viele Hauptsätze. Man hat wenig irgendwie Ausdrucksstarkes. Ich muss zugeben, sprachlich war das für mich leider absolut nichts irgendwie Ansprechendes. Dazu kommt auch noch, dass Schlump eben wirklich so ein absoluter Lebemann ist. Also er lässt keine Frau, um genau zu sein, auch kein Mädchen irgendwie links liegen. Übrigens, Bemerkung am Rande, die Art und Weise, wie über Frauen geschrieben wird, geht gar nicht. Also da ist immer so von Blumen die Rede, die sich ihm entgegenrecken und das, the fuck. Aber allgemein ist Schlump halt, er ist einfach so, er ist ein Träumer und er kann dieses berichtete Grauen überhaupt nicht glauben. Er winkt das auch einfach ab, er lacht die ganze Zeit und selbst als er dann selbst auch an der Front ist, nimmt er das irgendwie nicht wirklich ernst. Es gibt zwei Momente in diesem Buch, in denen das Grauen quasi mal so in sein Bewusstsein einbricht. Aber, und ich hatte erst überlegt, ob das wohl nur scheinbar so ist, aber es wirkt wirklich so, als ignoriere Schlump das einfach. Also er lacht dann und pfeift sein Liedchen, dann hat er einfach auch wirklich sehr, sehr viel Glück und ihm geht es tatsächlich gut. Also es ist wirklich nicht so, als würde Schlump das irgendwie alles nur wegschieben, aber in ihm brodelt es eigentlich, sondern in Schlump brodelt einfach nichts. Und ich meine, es kann sein, dass es irgendwie so ein paar naive, fröhliche Jungs gab, die in den Krieg zogen und tatsächlich auch als naive, fröhliche Jungs rauskamen. Aber ich finde es irgendwie schwierig, so dieses Furchtbare so komplett zu ignorieren. Denn ich meine, Schlump ist 17 Jahre alt, als er in den Krieg zieht und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand einfach nur sein Liedchen pfeift und dann bleibt alles gut. Ich möchte euch ein Zitat aus dem Nachwort von Volker Weidermann geben, der eben auf dieses positive, dieses idyllische, auch illusionistische Schlumps eingeht. Und hier steht dann: Dieses schlumpsche Sonnenherzentum ist der Triumph eines entschlossenen Dennoch. Sonne des Willens, einer großen Dunkelheit abgetrotzt. Beim Lesen des Schlump, auch heute noch, ist diese Dunkelheit auf jeder Seite gegenwärtig. Es ist ein Buch, das am Abgrund balanciert. Dort unten, wohin der Held sich zu schauen weigert, lauert die Dunkelheit, die Verzweiflung und das Nichts. Und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich einfach gerne noch ein bisschen mehr Dunkelheit, Verzweiflung und Nichts gehabt. Um ehrlich zu sein, finde ich irgendwie auch die Aussage hier im Vergleich zu Im Westen nichts Neues etwas simpler. Also prinzipiell gehen sie auf dieselben Themen ein. Ich würde aber sagen, in Schlump doch etwas oberflächlicher. Um euch ein Beispiel zu nennen, was so ein bisschen das Thema Hierarchien im Militär bespricht, da sagt einer hier im Schlump: Selbst wenn wir gewinnen, so ist es nicht der dreckige Held aus dem Graben, den man ehren wird, sondern die glänzenden Uniformen werden sich vordrängen, die jetzt alle verschwunden sind, wo es Zunder regnet. Und das ist eine gute Aussage, da muss ich einfach an das Gespräch in Im Westen nichts Neues denken, in dem darüber nachgedacht wurde, eben auch von einfachen Soldaten, wem denn der Krieg eigentlich nützt. Und das war einfach so viel besser, meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt auch nicht bewusst irgendwie ein zu kurz gegriffenes Zitat aus diesem Buch ausgewählt. Also ich finde, die sind ehrlich gesagt alle so. Also da geht es leider nie so richtig tief. Trotzdem ist dieses Buch absolut nicht schlecht. Also ich habe auch gerade das Gefühl, ich habe irgendwie mehr vom Negativen geredet, als ich eigentlich wollte. Ich weiß vor allem zu schätzen, dass dieses Buch einfach eine etwas andere Herangehensweise hat. Also bei Im Westen nichts Neues wird man mehr oder weniger
sofort oder ziemlich schnell in dieses Grauen hineingeworfen. Und das hier zeigt auch einfach noch ein paar andere Seiten dieses Krieges. Also hier hat man ja zum Beispiel auch einen Bericht eben über die Kommandantur französischer Dörfer, während der Krieg ja noch im Gange ist. Das heißt, man sieht einfach ein bisschen mehr als einfach nur Schützengräben und Lazarett. Das heißt, es ist eventuell so eine Art gute Ergänzung zu Im Westen nichts Neues, wobei ich eben sagen muss, dass mich das sprachlich vor allem, aber auch emotional definitiv mehr berührte. Ich fand es auch auf eine gewisse Weise mitreißender und zumindest mir kam es ehrlicher vor. Also dadurch, dass Schlumpf so dieser seltsame Glückspilz ist, den das alles gar nicht so richtig angeht, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr ferne Erzählung und Im Westen nichts Neues ist da meiner Meinung nach einfach ein bisschen packender. Ich finde, man muss sich auch immer noch mal bewusst machen, dass eben weltweit 65 Millionen Soldaten mobilisiert wurden und dass es lange Zeit eben einfach als der große Krieg bekannt war, bevor man es den Ersten Weltkrieg nennen musste, weil es einen zweiten gab. Und ich glaube, zumindest so aus meiner Schulbildung her, wird beim Ersten Weltkrieg irgendwie noch mehr vergessen als beim Zweiten, dass es ein Weltkrieg war. Also zumindest spielte es in meiner Schulbildung, ich glaube, wirklich keine Rolle. Also dass da auch wieder Japan und China, Indien, Mazedonien, damals das Osmanische Reich und Neuseeland und dergleichen involviert waren. Also, dass dann teilweise auch neue Kriegsführung eingesetzt wurde. Die ganze Sache mit den Gasangriffen, dass auch teilweise die Kavallerie dann speziell an der Westfront tatsächlich eigentlich inzwischen sinnlos wurde, einfach durch die ganzen Schützengräben und durch die natürlichen Bedingungen, den ganzen Matsch und dergleichen. Dass da zum ersten Mal an, also zumindest wenn ich mich richtig belesen habe, an Flugzeugen Bomben befestigt wurden, weil vorher waren es alles immer nur Aufklärungsflugzeuge. Und wie viel das einfach verändert hat, eben vor allem bei den Leuten, die daran teilnahmen, vor allem den jungen Leuten. Und dieses Gefühl finde ich halt persönlich in Im Westen nichts Neues irgendwie ein bisschen besser wiedergegeben. Es ist alles Geschmackssache. Ich kann euch prinzipiell beide empfehlen, aber wenn ihr Zeit für eins habt, dann ist meine Empfehlung für Im Westen nichts Neues. Ich bereue es ein bisschen, dass ich das so spät gelesen habe. Bei mir war es leider keine Schullektüre, aber da ist auch einfach jetzt so perfekt passend war. Also ich konnte dieses Buch so wertschätzen, will ich mich gar nicht drüber aufregen. Also ich kann auch mit 27 Jahren noch sagen, dass einen dieses Buch erschüttern kann, selbst wenn man schon so viel Elend ja auch nicht nur in der Literatur gesehen hat, sondern auch in unserer Jetztzeit und dergleichen. Das Buch ist für mich ein ganz großartiges Zeichen dafür, wie es nicht wieder sein sollte. Dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich immer, wenn ihr mir etwas zu den Büchern zu sagen habt, ob ihr das auch schon gelesen habt, ob ihr es jetzt endlich mal wieder auf eurer Liste irgendwie habt, weil es euch genauso ging wie mir, dass ihr es nicht in der Schule lesen musstet. Und ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.